Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Putin hasst Demokratie, er hasst liberale, freie Gesellschaften und er hasst europäische Zusammenarbeit. Also es ist selbstverständlich, dass er genau die Kräfte in Europa unterstützt, die sich gegen alle diese Punkte wenden. Es ist peinlich genug, wer sich trotzdem hat auch aus etablierten politischen Kräften in Europa bezahlen lassen von Putin in der Vergangenheit. Es ist schlimm genug, dass in der Vergangenheit Appeasement gegenüber Russland und Putin für ein probates politisches Mittel gehalten wurde und es sollte sich in Grund und Boden schämen, wer diese Position vertreten hat. Aber wer jetzt noch Putin die Stange hält, der macht sich mitschuldig an den Toten in der Ukraine. Es gibt immer noch jede Menge linke und rechte Putin-Versteher in unseren Parlamenten und sie müssen konfrontiert werden. Sie geben der NATO eine Mitschuld an den Morden in der Ukraine und das ist einfach schädlich. Sie alle müssen konfrontiert werden und es muss klar sein, wer Populismus in Europa sät, der wird Putinismus ernten.